Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 437. 37, weil meine Folge ja 36 ist. Ja. Dann fange ich nochmal an. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 437. Es ist Montag, der 16.10. und ich hoffe, sie kann jetzt mit mir sprechen. Hallo, Samira. Wie geht es dir? Ja, hallo. Ich hoffe, man versteht mich irgendwie. Man hört halt noch. Ich bin halt wirklich ein bisschen erkältet noch und ja, nicht ganz so fit, aber... Immerhin klingst du nicht wie Walter aus der Frauenknast. Noch nicht. Noch nicht, das kann noch passieren. Wer weiß. Ich muss mehr Kaffee und kippen. Ja, das wäre der Tod jetzt. Das ist noch dazu jetzt. Ja, Kaffee, oder so ein altes Hausmittel wie Whisky mit Tee oder so. Ja, Tee habe ich. Also Tee ist aber dabei, kein Whisky. Aber ohne Whisky, alkoholfrei. Ja, genau. Deswegen habe ich dich ja auch am Wochenende allein gelassen, aber das werden wir gleich besprechen. Ja, es war schade, weil du hättest viel zu sehen bekommen. Also große Halle, eine Menge Boxprominenz da, so fürs Auge war was geboten und ein super Hauptkampf. Ja, aber erstmal wollten wir uns ja bei unserem neuesten Kanalmitglied bedanken, Timo. Ach ja. Auf jeden Fall. Damit fangen wir an, weil sonst vergessen wir das am Ende manchmal. Mhm. Und zwar das Besondere ist, dass er unser erstes Schwergewicht ist. Oh. Also drei verschiedene Stufen und die Schwergewichte müssen dann oder wollen am meisten zahlen, sind die stärksten. Und vielen Dank, freut uns sehr und es wird auf jeden Fall gut investiert in bestimmt neue Technik für uns, wenn wir mal wieder irgendwo am Ring sind oder auch so für die Aufnahme. Also vielen Dank auf jeden Fall. Ja, aber auch natürlich vielen Dank an unsere Mittelgewichte wie den Dennis und den Detlef sowie den Gregor, also auch euer Geld, dass ihr uns da unterstützt. Und auch die Leichtgewichte. Auch an die Leichtgewichte also die jeder, extra, der uns da unterstützt, großes Dankeschön. Wir können das gar nicht genug wertschätzen. Wir haben gar nicht gedacht, dass es Leute gibt, die sowas machen, ehrlich gesagt, oder? Am Anfang. Also, wer soll das machen? Aber einige gibt es anscheinend. Ja, also wir werden jetzt mal das, natürlich, wenn da jetzt mal ein paar Euro reinkommen, können wir das natürlich wirklich ein bisschen in Equipment auch reinvestieren, dass halt unsere Aufnahmen oder unser Content einfach qualitativ besser wird. Ja. Oder soweit man das bei uns zwei Quasselstrippen auch sagen kann. Ja. Wir sind auf jeden Fall dankbar und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen vielen, vielen Dank an alle Kanalmitglieder und auch alle anderen natürlich, die uns hören und irgendwie supporten und so. Es muss ja nicht jeder hat irgendwie Geld übrig, aber die es haben und irgendwie uns supporten, ist auf jeden Fall sehr schön. Mhm. Vielen Dank. Gut, sollen wir direkt zum Rückblick kommen, weil wir haben ja schon einiges zu besprechen. Ja. Dann kommt jetzt der Rückblick. Oh, das wird schön. Rückblick aus vergangene Wochenende. Beziehungsweise nicht ganz so schön. Um jetzt nur vielleicht für die Transparenz zu sorgen, wir haben jetzt aktuell Sonntag, den 15.10., kurz vor 4 und ich war ja gestern in Oberhausen gewesen, habe da eine komplette Folge zugemacht, die ja jetzt schon draußen sein müsste. Da habe ich jetzt heute den ganzen Vormittag dran gesessen, die zu schneiden, sodass Samira die ehrenvolle Aufgabe hatte, den Kampf von Vincenzo Gotti in Übersee sich anzugucken. Zu sehen war ja, glaube ich, auf sportschau.de, richtig? Ja, ich habe ihn aber erst heute gesehen bei YouTube, von daher auf Englisch. Okay. Und da hat er gegen Sanibek Alim Kanuli geboxt und er ist ja als krasser Außenseiter reingegangen, bedingt dadurch, dass ich jetzt natürlich mit dem Schneiden der Folge aus Oberhausen beschäftigt war. Was kannst du zu dem Kampf sagen, weil ich habe ihn leider gar nicht gesehen. Ja, also erstmal die Amis haben den Namen irgendwie Sanibek Alim Hammerla ausgesprochen. Ich weiß nicht, aber ich habe es bei zwei verschiedenen Kämpfen so gehört. Also irgendwie, ich hätte jetzt auch gedacht, auf so blöd Deutsch würde man sagen Alim Kanuli, aber ihr wisst, also, oder auf Englisch Alim Hammerla. Okay. Sonst sage ich einfach mal Sanibek. Oder die konnten es auch nicht aussprechen. Ja, aber Hammerla, wie kommt man denn darauf? Das hat jetzt damit gar nichts zu tun. Hast du mal das damals mitbekommen? Das war so...
2017, 2018, da gab es doch mal irgendwie einen größeren Treck an südamerikanischen Flüchtlingen, die auf die Südgrenze der USA zugesteuert sind. Kannst du dich da noch dran erinnern? Jedenfalls, nee, die ganzen rechten Medien da in Amerika, Fox News und sowas, haben natürlich daraus einen riesen Aufriss gemacht. Und einer dieser Moderatoren konnte diesen mexikanischen Ort nicht aussprechen, wo die wohl irgendwie kampierten. Und sprach dann, a lot of migrants in the village of... Ich glaube, Guadalajara oder sowas. Ich kann auch... Ja, kann auch sein. Aber da müssen wir jetzt die Kasachen fragen, wie es korrekt ist. Aber ich kann ja weiter mal von Canibek einfach reden. Ja, also leider war es ein sehr einseitiges Gefecht. Also Vincenzo hat ja sich gut bewegt, macht er ja immer, aber war dann schon ab der ersten Runde eigentlich sehr im Rückwärtsgang. Hat auf Konter gewartet, um zu kontern, aber Canibek hat da einfach die schnelleren Hände und der hat auch mehr Punch, das hat man auch gemerkt. Guterres hatte dann ab der 5. und 6. auf jeden Fall schon auch Respekt so vor den Händen, dass es da ein bisschen so einen Kräfteunterschied gibt. Ja, insgesamt kann man einfach sagen, Guterres war viel zu verhalten. Ich meine, der ist auswärts, da musst du eigentlich offensiv boxen, auch wenn es nicht dein Stil ist. Aber erstens mögen die Amis nicht, wenn du so defensiv bist und kaum was machst. Zweitens bist du halt nicht zu Hause, ne? Also da musst du halt nach vorne gehen. Wenn du die ganze Zeit nur wenig Hände bringst und dann konterst, ist es halt da viel zu wenig. Das hat man halt auch in einem englischen Kommentar gehört. Die haben dann auch in der vierten Runde zum Beispiel gesagt, oder sich gefragt, Entschuldigung, what is it with all those champions not coming to fight? He's trying to survive. Also das war schon in der vierten Runde, dass Vincenzo halt, ja, dass viele Champions oder einige dann nicht wirklich kommen, um zu fighten. Die meinen damit halt richtig kämpfen, also Schlagabtausch, ne, gegenüber und nicht halt nur überleben, dass man über die Runden kommt. Und ja, dann haben sie auch gesagt, ja, Canibek is levels above him. Es war halt so, ne, er ist ein echt guter Boxer, dieser Canibek. Und ich habe nur das Foto aus dem Wiegen gesehen, der wirkte ja irgendwie 10 cm größer. Größer, größere Reichweite. Aber bei der Größenangabe war der irgendwie nur ein Zoll größer, was ja, so 2,5 cm sein soll. Also das fand ich jetzt auch irgendwie krass. Sich manchmal auch ein bisschen klein, ne, wenn er boxt. So, der macht sich, glaube ich, auch nicht so ganz groß. Kann sein, dass es dadurch dann noch mehr so aussah. Ja, aber beim Wiegen, also da stand, war der ja, irgendwie schon so ein Stück kleiner. Und ich stand neben dem bei der auf der Aftershow-Party von seinem Kampf in Wuppertal. Also klein ist der jetzt nicht. Nee, aber dann stimmt's bei Canibek halt nicht, ne? Haben sie den offiziell kleiner gemacht. Genau, dass er halt, also der hatte auch irgendwo Reichweitenvorteile. Hat dann auch in der Rechtsauslage geboxt, technisch einfach variabler, lockerer drauf. In der fünften Runde hat sich Vincenzo leider auch, wie ich vorher auch gesagt habe, dass diese Aufwärtshaken extrem gefährlich sind, hat er sich einen linken Aufwärtshaken kassiert, hat dann auch so leicht nach hinten gewackelt, aber sich schnell wiederholt. Also er war auf jeden Fall optimal trainiert. Da haben sich alle schon gewundert, dass er da noch weiter irgendwie macht. Und in der sechsten Runde, ja, blieb er dann zu lange an den Seilen, hat halt wieder Hände genommen. Und der Ringrichter hat dann für manche vielleicht zu schnell den Kampf abgebrochen. Also es war jetzt nicht, dass er richtig vermöbelt wurde, aber ich glaube, es war einfach, dass der Ringrichter dachte, Vincenzo hat halt jede von 6 Runden jetzt verloren und er kassiert halt mit der Zeit immer mehr und es läuft halt darauf hinaus, dass er halt K.O. geht und dann hat er ihn halt davor gerettet, schwer K.O. zu gehen, weil er hat halt schon was kassiert und ja, also 6. Runde TKO-Sieg für Canibek und echt guter Boxer Vincenzo war leider zu wenig und der hätte da viel offensiver boxen müssen. Also die Bewegung und so, dann manchmal offen, dann so kubanische Schule, dann teils offen und so. Die Doppeldeckung hat aber auch nicht alles gehalten, was Canibek da abgefeuert hat. War leider, der Gegner war einfach zu gut. Da kann man nichts zu sagen. Also die Überraschung wäre schön gewesen, aber leider, er lag halt hinten, deswegen kann man den Kampf auch abbrechen wegen Unterlegenheit, muss man ja sagen, ne? Wenn du jede Runde verlierst. Für ihn besser, so dass es nicht 12 Runden so ging. Also von daher. Ja, aber trotzdem schade schon. Also, ja, extrem schade. Er war der einzige deutsche Weltmeister und direkt im ersten Kampf im Ausland den wieder abgibt. Ist natürlich schade. Keine Frage. Aber es war keine Überraschung. Sehr mutig. Ne? Es war sehr mutig. Oder andere würden sagen, es war dumm, weil so schnell den WM-Titel irgendwie aufs Spiel zu setzen für 350.000, was ich da gelesen habe, wo ich noch nicht mal weiß, ob es mit versteuert ist. Ja, andere würden sagen, das war jetzt vielleicht auch nicht so klug, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Man hätte ihn ja auch ein bisschen langsamer daran führen können, ne? So, weiß ich nicht. Das ist halt von Argon, muss das entscheiden. Aber jetzt ist halt der Hype weg.
der Titel ist weg und wer weiß, ob man noch mal so schnell in so einen Titel rankommt. Aber für Vincenzo hätte ich es natürlich gegönnt, dass er da irgendwie ein bisschen besser drauf ist oder ein bisschen, ja, besseren, denke sogar den Kampf gewinnt. Aber ja, er war ja 13-1 Außenseiter, ne, bei den Experten. Das war schon krass. So schlimm sah es jetzt nicht aus, muss man sagen. Dafür hat er sich schon ganz gut am Anfang auch präsentiert. Aber er hat zu wenig gemacht. Im Rückwärtsgang gewinnst du in Amerika keinen Kampf. Die wollen sowas nicht sehen. Die wollen mexikanische Kämpfer sehen, die nach vorne gehen und abfeuern. Ja. Gut, was haben wir denn noch so auf dem Tablet, was wir besprechen müssen? Naja, jetzt willst du erstmal Tim Tzio oder? Ja, der hat ja man kann ja schon wirklich sagen, jetzt wo wir gerade aufnehmen, der hat ja eben geboxt. Das ist immer das Schöne bei den Kämpfen in Australien, dass die ja dann für deutsche Verhältnisse immer so schönen Zeiten kommen. Aber ich konnte ihn jetzt mir natürlich auch nicht angucken. Aber die Nummer 2 der Welt hat gegen Brian Mendoza eine Unanimous Decision eingefahren und ist nach wie vor jetzt Träger des WBO-Titels im Superweltergewicht. Ja, also Tim Tzio steht, würde ich mal, vom Können seinem Vater im Nichts nach. Guter Mann. Ist auf jeden Fall so einer der Leute, die man sich angucken sollte, wenn man denn kann. Gut, dann haben wir das. Und haben wir sonst noch was? Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Legacy-Event von gestern. Genau, da habe ich ja schon eine Folge zu veröffentlicht. Also auf die Kämpfe selber bin ich ja da im Detail eingegangen. Kann man sich ja da alles angucken. Vielleicht nochmal die Ergebnisse, oder? Wie denkt Milan Prat gegen Slavas Boma? Also das sollte man auf jeden Fall. Also wer den Kampf Milan Prat gegen Slavas Boma nicht gesehen hat, der hat was verpasst. Das war ein richtig, richtig guter Kampf. Also einer der besten, die ich seit langem mal auf deutschem Boden gesehen habe. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und Slavas Boma als großer Außenseiter hat den Kampf vorzeitig für sich entschieden. Der hatte den, glaube ich, 4-mal am Boden gehabt. Einmal ist er sogar auch nur im Stehen angezählt worden. Also der hat den Prat echt durch den Ring geprügelt. Also welche Runde ist der Kampf dann beendet worden? Boah, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht mehr. Ich glaube, 8. oder 9. war das. Also TKO-Sieg. Genau, also da war aber auch, muss man sagen, das war aber auch richtig so gewesen, dass der dann abgebrochen war, weil Prat, der konnte einfach nicht mehr. Der war ja der Legacy-Boxer, ne? Der also war der Legacy-Boxer, war das genau. Wahrscheinlich für Legacy jetzt nicht so das erwünschte Ergebnis, ne? Dass da im Hauptkampf. Nee, war es nicht. Also ich habe auch ein Interview noch mit Karim Akar geführt, könnt ihr ja auch in der Folge hören, aber wahrscheinlich werden wir es auch nochmal separat veröffentlichen. Er nimmt sportlich, ist natürlich traurig darüber, dass jetzt natürlich sein Boxer nicht gewonnen hat, aber es war eine geile Ansetzung, weil das haben wir ja auch beim letzten Mal gesagt, wo sie sagen, ach komm, Slavas Boma, klar ist jetzt nicht Abbas Barau, aber Boma hat bewiesen, dass er mit ihm zu rechnen ist. Also der hat das wirklich clever gemacht. Ich habe auch mit Slavas Boma ein Interview gemacht, bei ihm in der Kabine und also. Gibt es ein Rematch oder ist das ausgeschlossen? Das weiß ich nicht. Da habe ich jetzt noch keine Infos zu. Okay. Aber ich würde es mir angucken. Bleibt weiter bei Legacy. Oder? Davon ist auszugehen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Weiß man ja nicht. Manche haben ja so Klauseln, ne? Wenn du einmal verlierst oder zweimal, dreimal, dann bist du halt raus oder so. Sowas gibt es ja manchmal, deswegen frage ich. Aber nee, also davon, da ist mir jetzt nichts bekannt. Aber. Also es ist. Prat war ja schon mutig und hat auch viel gemacht, aber Spoma, der hat, der hat so seine Chance, der hat die ergriffen und hat sich auf einer großen Bühne super präsentiert. Kann man nicht anders aber sagen. Aber meinst du, es lag jetzt daran, dass Prat erstens ein schlechtes Kind hat oder einfach überrascht wurde, weil er sich einmal eine gefangen hat und dann völlig aus dem Konzept war und dann halt öfter runtergegangen ist? Oder wie sah das aus? Gute Frage, kann ich schlecht beantworten. Also der erste Niederschlag in der 4. Runde, da hast du schon gemerkt, ich glaube, das ist eine Mischung wahrscheinlich, erstmal die Überraschung, huch, der hat mich. Und jedes Mal, wenn du runtergehst, das macht ja auch was mit der Kondition. Und Slava, das waren krasse Treffer, ne? Ja, die waren gut. Also guck dir, ich hab die schon gesehen. Ja, also guck dir vorher mal mein Video an. Ich war ja Ringside gewesen und ich habe wirklich schöne Aufnahmen machen können. Und da kannst du auch die Treffer auch nochmal aus einem anderen Winkel sehen, als jetzt vielleicht in der TV-Übertragung. Und Spoma selbst hat mir ja auch gesagt, so, er hat in der 4. Runde schon gesagt, den habe ich am Haken. Der ist fällig. Und du hast ja gesehen, wie oft er ihn dann noch mal niedergeschlagen hat. Das war also echt geile Leistung. Also für viele lief ja Spoma echt so unterm Radar. Jetzt, denke ich, sollte sich das geändert haben.
Ja, ist doch schön, dass es wieder einen Boxer gibt, der vielleicht noch nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat und dann irgendwie so als Underdog eigentlich da reingeht und dann alle überrascht. Ne? Das ist halt schon gerade als deutscher Boxer so, das ist schon Highlight. Und kommen wir vielleicht noch mal zu Ringlife, darüber haben wir ja letzte Woche noch nicht reden können. Der konnte ja nicht Die Ereignisse boxen. Haben sich ja echt überschlagen, muss man sagen. Also wir haben es ja schon gedacht, weil das war ja alles schon sehr komisch, so mit den Postings von Ringlife, dass er meinte, er veröffentlicht ein Video, was dann nicht kommt, dann ist er bei der Pressekonferenz nicht dabei und sein Gegner auch nicht. Also konnte man sich schon denken, er fällt wahrscheinlich aus. Mhm. Und man wusste halt nicht, warum. Und er hat ja dann in seinem eigenen Video gesagt, dass er einen doppelten Bandscheibenvorfall hat. Wahrscheinlich ist Agit Kabayel schuld. Ja, ja. Agit Kabayel hat auch schon ein Video dazu veröffentlicht, wo er auf dieses Video selbst reactet. Aber, da muss man sich fragen, ist vielleicht auch nicht so schlau, vor seinem eigenen Kampf dann so ein gefährliches Bein zu machen. Wobei man natürlich sagt, das war ja kein richtig harter Schlag, ne? Eigentlich war das ja dann auch eher ein lockererer Schlag von Agit Kabayel. Ich meine, aber sowas kann halt passieren, weil er ist halt kein Boxer, er ist auch nicht gewohnt, diese Bewegung zu nehmen. Also diese Treffer, und der meine ich. Ich will es jetzt nicht irgendwie relativieren, aber Agit Kabayel wiegt auch grob mal 20 Kilo mehr als der. Ja, ja, natürlich, aber deswegen macht man ja vor seinem Kampf eigentlich so eine Sparrings eigentlich nicht, aber er ist halt auch kein Boxer, ne? Hat er halt, war nicht so klug, aber auf jeden Fall konnte er nicht boxen, deswegen, ja, der Hauptkampf wurde dann verschoben. Ich wurde dann halt auch noch krank, wie man hört, ich bin erkältet, so, ich konnte teilweise noch schlechter reden, deswegen habe ich mich dann dazu spontan entschieden, dich nicht 6 Stunden in den Zug zu setzen. Ja, oder weißt du, ja, lange die Fahrt zu machen, dann wieder hin und zurück und wollte mich dann ausruhen und dann hat Robert halt alleine die Stellung da gehalten, worüber ich auch froh bin, weil es ist ja auch spannend, wenn jemand da ist, kann man so ein bisschen andere Sachen erzählen, zum Beispiel, wer war denn so vor Ort, den hast du denn so gesehen, aus der Boxszene oder aus anderen Bereichen? Also ich saß direkt am Ring, ich saß gar nicht im Pressebereich drin, da gab es so einen Innenbereich, unter anderem saß da Arthur Abraham, Hanna Hansen, Mo Weber, Ingo Rohrbach war der Ringsprecher des Abends. Agit Kabayel hat zusammen mit Tobias Drews den Kommentatorensitz besetzt, also auch eine gute Wahl. Robin Krasnitschi war da, der hat auch mal Hallo gesagt. Also es waren schon einige da gewesen, muss man sagen. Ringlife war natürlich auch da. Roy Jones war da, hat dann noch gerappt, hat da seinen Hit performt. Ja, bei Michael Smolik hast du wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Nee, der liegt ja, der das hat, war ja klar, also, ne? dem haben sie ja gerade erstmal den Kopf zugemacht. Also, dass der jetzt da hingekommen wäre, hätte ich jetzt für unwahrscheinlich erachtet. Ja, ja, das haben wir ja selbst schon gesagt, dass das wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Aber es hat er ja, glaube ich, selbst irgendwann mal gesagt, aber ja. Und sonst, also war's voll, wie war die Atmosphäre? Waren viele wegen Ringlife da? Hat man das gemerkt? Waren viele wegen Ringlife da, dass die oder waren das so, hatten die Shirts an oder hat man das gemerkt? Also es waren schon viele wegen Ringlife da gewesen, das hast du gemerkt. Ringlife war ja auch einmal kurz im Ring gewesen, dann ging's ja, hat er ja auch nochmal über seine Kampfabsage mit Hanna Hansen im Ring gesprochen und du hast das schon gemerkt, da war was in der Luft gewesen, also von der Stimmung her. Ganz ausverkauft, glaube ich, war es jetzt nicht, weil Halle war natürlich dann wieder abgedunkelt, wenn die Kämpfe waren. Ja. Super ausgeleuchtet, muss ich sagen, waren die Kämpfe. Also für meine Kamera perfektes Licht. Aber die Stimmung war super gewesen in der Halle, kann man nicht anders sagen. Ruhrgebiet halt. Okay, also auch bei den Boxkämpfen, bei den Nicht-Influencer-Kämpfen, ja, war auch trotzdem. Ja, bei Austin Short wurde ein bisschen, sagen wir mal so, da wurde ein bisschen gut, weil es halt sehr taktisch war und wenn dann die zwei Ringgirls in den Ring kamen, da war die ganze, die ganze Halle am Johlen gewesen. Aber Austin Short hat sich ja auch der Gegner geändert, ne? Weißt du warum? Eigentlich sollte der gegen Daniel Kakobian boxen, jetzt hat er gegen Omir Rodriguez geboxt, weiß man nicht, vielleicht verletzt oder so. Kann gut sein, sind ja viele Gegner nochmal auf letzten Meter nochmal ausgetauscht worden, weil es nicht ging. Bejaran ist ja auch, hätte er auch nicht antreten dürfen, weil der wohl von seinem, also wenn er gegen Ringlife geboxt hätte, hätte er auch nicht antreten können, weil er irgendwie von seinem Promoter nicht die Freigabe bekommen hat. Also manchmal ist das Business ja so, du hast zwar die Kämpfer, die wollen, aber manche wollen das nicht und manche verletzen sich, so ist das. Also da ist auch kurz Karim Aka in dem Interview auch mit mir drauf eingegangen. Und diese wer war denn jetzt kein richtiger Boxer? Dulatov, glaube ich, MMA-Kämpfer oder so? Dulatov ist ein MMA-Kämpfer. Kerim Engizek aus dem MMA. Ah. Und wie waren die Kämpfe?
Hat man also das ich fand Iggy Zer- ja, ja, die habe ich auch gesehen, aber da gehe ich ja in meiner Folge drauf ein. Ach so, okay. Aber man sieht, dass es keine Boxer sind wahrscheinlich. Das gehe ich einfach mal. Ist noch ein drauf. Bisschen, sagen wir mal so, die Hände sind nicht schlecht, die Beine arbeiten ein bisschen steif. Ja, okay. Also insgesamt war es für dich auf jeden Fall ein gutes Event und gut Spiel. Ja, also ich hatte Spaß. Okay, das ist ja die Hauptsache. Und dass so viel Boxprominenz dann um den Ring kommt. Aber eigentlich muss man auch sagen, eigentlich ist es auch traurig, dass da erstmal ein YouTuber eigentlich antreten soll, damit irgendwie so viel Boxprominenz um den Ring versammelt ist. Ne? Also das ist schon auch ein bisschen für die ganze Boxszene traurig, muss ich ehrlich mal sagen. Ja Gott, aber du hast ja auch momentan keine Stars. Ja, ja, aber die kommen halt auch nicht zu anderen. Also die kommen ja auch nicht zu anderen Boxern, selbst wenn die größere Kämpfe haben. Ne? Das ist halt so ein bisschen... Da macht wieso? Jeder auch sein Arthur eigenes... Abraham war doch auch letzte Woche ja, in Falkensee. Ja, aber bei Agit KBL waren ja nicht so viele da, zum Beispiel bei seiner Europameisterschaft. Also da waren viele nicht, würde ich einfach mal so sagen. Also ich habe da nicht wer so war viele denn, gesehen. Wer war denn da? Ja, niemand fast. Huck war da nicht, Abraham war da nicht, also nur so, um die Namen zu nennen. Halmich ist ja auch selten am Ring. Also ich meine, es gibt ja viele. Maske ist da nicht. Ich kann jetzt Tausende aufzählen, die da nicht sind. Jürgen Bremer ist da nicht. Also alle sind da nicht. So, weißt du, das ist ja so ein bisschen das. Also... So, die kommen halt nicht zu normalen Boxkämpfen. Da fragt man sich erstens, werden die nicht eingeladen oder wollen die nicht? Aber die sollen mal ihren Sport supporten, so. Also finde ich. Ich finde das schon, das hat ja auch mit dem ganzen Event was zu tun. So, ob da, also das wertet das ganze Event auf, wenn die Leute auch einfach supporten, dass Boxer in den Ring steigen und kämpfen. Das gut, aber halt, Henry Maske siehst du ja auch irgendwie ja, nie. Aber der ist beim Amateurboxen öfter jetzt. Ah, okay. Aber, oder er kommentiert selbst. Aber das ist ja nur einer von vielen. Ne? Weißt du, die anderen sind ja auch nicht da, unbedingt alle da. Karin Murat, in Berlin waren die jetzt. Aber fällt mir halt so auf in der letzten Zeit, dass die halt oft nicht alle so da sind. Naja, kommen wir mal zur Vorschau und gucken, wer da so ist. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Einmal hätten wir zu erwähnen, eine Veranstaltung nächste Woche Samstag in Kalifornien in Inglewood stattfindet. Da ist eine Veranstaltung von Oscar De La Hoya. Zu sehen ist sie auf The Zone. Da kämpft im Weltergewicht um den WBO-NABO-Titel Alexis Rocha gegen Giovanni Santillan. Eine doch schon ganz gute Ansetzung, hat 5 Sterne bei Boxrec. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Dann zu sehen nächste Woche Samstag in London eine Veranstaltung von Benjamin Shellam bzw. seiner Promotion Boxer mit Doppel-X. Zu sehen ist sie in England auf jeden Fall bei United Kingdom Sky. Da kämpft im Halbschwergewicht Dan Aziz gegen Joshua Boazzi. 2 ungeschlagene Kämpfer im Halbschwergewicht, die Nummer 4 der Weltrangliste gegen Nummer 5. Auch das dürfte auf jeden Fall Spannung versprechen. Sie selbst ist, hat 20 Kämpfe, 13 K.O.s. Joshua Boazzi hat 17 Siege, 13 K.O.s, also hat eine etwas höhere K.O.-Quote. Ist mit 1,88 doch einen ganzen Ticken größer als Sie ist, der nur 1,78 ist. Aber ist auf jeden Fall eine schöne Ansetzung und ich bin gespannt, wer sich da durchsetzt, weil es ist schon wirklich eng, da mag ich mich gar nicht festlegen. Aus deutscher Sicht auf jeden Fall interessant ist die Veranstaltung kommenden Samstag in der EWS Arena in Göppingen. Und da gibt Firat Aslan voraussichtlich seinen Abschiedskampf. Ja, ich glaube erst wirklich, wenn er aufhört. Glaubst du es nicht? Echt nicht? Ja, okay, hat es schon öfter verkündet, ne? Ja. Die Pferdelunge macht so weiter, lange weiter, wie sie kann, glaube ich. Nee, aber er hat angekündigt, dass das jetzt sein Abschiedskampf sein soll. Er kämpft dort gegen Edin Puhalu. Firat Aslan aktuell die Nummer 41 der Weltrangliste, Puhalu die Nummer 45, also relativ eng beieinander gerankt. Es geht um den WBA Gold-Titel, also so ein Sub-Weltmeisterschaftstitel. Und das soll jetzt der letzte Kampf von Aslan werden. Ich bin da mal gespannt, wie der Kampf wird. Puhalu kommt aus Bosnien-Herzegowina, hat bisher eine Niederlage in seinem Rekord. Die war 2020 gegen Dilan Prasovic in Belgrad. Da hat er durch TKO in der 9. Runde verloren, sonst hat er... keine Niederlagen, hat unter anderem schon mal gegen Roman Golovtschenko in der Stadthalle Falkensee geboxt, hat eine sehr hohe K.O.-Quote, 23 Siege, 22 K.O., wobei das jetzt natürlich alles eine sehr überschaubare Gegnerschaft sein sollte. Naja, ich denke, das ist ein ganz guter Gegner für den Abschiedskampf und da drücken wir natürlich auch alle, denke ich, Firat Aslan die Daumen. Dann kommen wir jetzt noch zu den Nachrichten.
Volkspodcast Nachrichten. So, und da war ja eine Frage, die ja auch so ein bisschen die Boxwelt geteilt hat. War es ein Tiefschlag oder war es keiner? Für die WBA war es keiner, denn sie hat den Protest von Daniel Dubois bzw. von Frank Warren im Kampf gegen Oleksandr Usyk abgelehnt. Die sagen, das war ein Tiefschlag, also durfte er sich ein paar Minuten erholen. Ja, also im Endeffekt hat sich die WBA unserer Meinung angeschlossen, kann man ja sagen. Ja, die haben gesagt, nach den WBA-Regeln liegt die Entscheidung darüber, ob ein Schlag tief ist oder ob der Boxer nach einem versehentlichen Tiefschlag weitermachen darf, ausschließlich in den Händen des Punktrichters. Die Regeln sehen vor, dass der Ringrichter die einzige Person ist, die dazu berechtigt ist, festzustellen, ob es ein Foul war, das zu einer Verletzung geführt hat und ob es versehentlich oder vorsätzlich war. Mhm. Das heißt, der Ringrichter hat so entschieden. Sie haben es zwar nachher nochmal geprüft, aber sind dabei geblieben bei der Entscheidung des Ringrichters. Und ja, von daher ist es erstmal offiziell auch nicht gerade überraschend, dass das abgelehnt wurde. Ne? Also die wollten ja daraus einen No-Contest machen, aber ja. Ja. War klar, dass das eigentlich keinen Erfolg hat, aber okay. Nö, aber pff. Das Einzige, was man sagen muss, die Memes, die dazu rauskamen, die waren schon wirklich lustig. Ja, ich glaube, manche, die werden auch bei ihrer Meinung bleiben, dass das für sie kein Tiefschlag war, aber es ist dann halt so. Also da kann man sich bis heute drüber streiten, aber die WBA hat halt entschieden und... Ja, dann ist das so. Da muss man, wie man so sagen. So, dann haben wir noch eine Nachricht, wo wir denken, oi, die ist aber interessant, und zwar... Abbas Barahu hat sich von Wasserman getrennt und ist nach Miami gezogen. Da dachte ich auch so, eieieiei. Und jetzt trainiert er ja vor allem in Miami bei dem ehemaligen Nationaltrainer der kubanischen Nationalmannschaft. Auch das ist ja eine Meldung, würde ich mal sagen. Ja, wobei so richtig überrascht einen die Nachricht nicht, ne, bei Abbas. Da hat man sich ja schon lange gefragt, so irgendwie kommt da wenig, ne? Irgendwie boxt er wenig und irgendwie... Hätte er viel öfter in den Ring steigen können. Klar, dann hat man manchmal gesehen, dass er verletzt war und dachte man, vielleicht liegt es daran. Aber so bei Boxen 1 in dem Bericht geht es ja ein bisschen daraus hervor, dass er auch ein bisschen unzufrieden war, dass da so wenig passiert ist. Mhm. Also Wasserman macht ja gefühlt auch gar nichts mehr in Deutschland. Sind ja quasi weg. Mhm. Und ja, also er will auch irgendwie einen neuen Promotervertrag noch dieses Jahr unterschreiben. Und ja, in England war er sicher auch nicht schlecht aufgehoben, ne? Bei dem Boost-Team hatte er auch schon hochkarätige Gegner, ich weiß nicht. Hm. Jetzt ist und hat ja auch gute Leistungen gebracht, so ist es ja, nicht, aber wahrscheinlich war das in irgendeiner Form wahrscheinlich irgendwie an den Promoter-Vertrag irgendwie gebunden, dass er das dann da trainiert hat, wahrscheinlich. Ja, ja, da konnte er wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr, ne? Wer weiß oder weiß ich nicht warum, aber kann gut sein. Oder ja, er arbeitet jetzt anscheinend mit Manager Paul Gibson zusammen und der Kontakt kam über Michael Conlan zustande, kennt man ja auch. Und muss man schauen, klar, er ist jetzt halt noch weiter weg. England oder Amerika sind halt die beiden Orte, Länder, wo man halt in seine Karriere wahrscheinlich bestmöglich investieren kann. Muss man schauen, was da bei rumkommt. Man kann ihm ja nur wünschen, dass er einfach mehr boxt als bisher. Und was jetzt nicht allzu schwer sein sollte. Genau, hier steht zum Beispiel, Barahu hat sich nun von seinem Promoter Wassermann-Stall getrennt, weil er sich mehr erhofft hat. Also das ist ja eigentlich das, was alle sich schon so gefragt haben, ne? Ja, aber es ist ja, ob jetzt Barahu ist oder ob Sophie Alisch ist, sagen wir mal ist so, ja die genau hast du so einmal, irgendwo, wenn du einmal irgendwo im Jahr boxt, da kriegst du die Karriere jetzt auch nicht wirklich ins Laufen. Nee. Also. Das ist einfach zu wenig, was da kommt. Selbst wenn du Weltmeister bist, ist einmal im Jahr Boxen wenig. Also, ich da verstehe kommst auch du nicht voran. Sie bringen sie halt aber auch nicht so oft auf den englischen Cuts dann unter. Ich meine, die machen ja Events in England, aber warum packen sie da nicht öfter rauf? Das frage ich mich auch. Klar, die ziehen da jetzt nicht die Leute an, aber so im Vorprogramm. Per se hat aber Barahu einen attraktiven Stil. Also, ja, das heißt, deswegen. Das würdest du auch in England so weit vermarkten können. Und er spricht ja auch Englisch. Ja, ist halt so die Frage, warum das nicht passiert ist. Aber okay, dann ist er jetzt woanders. Wir wünschen ihm alles Gute. Hoffentlich läuft es in Miami besser für ihn. Ne? Ja, generell so Südflorida hast du ja auch gute Trainingsvoraussetzungen. Da hast du ja auch sehr viele Gyms oder professionelle Gyms, Boxer etc. Also die Netzwerke. Nein, in England auch. Natürlich, klar, aber ich sag mal, er ist jetzt nicht nach Wanne-Eickel gegangen, um zu sagen, ich starte hier neu. Aber ich meine, er hätte auch in England bleiben können. Aber vielleicht hat es ihm da auch nicht so gut gefallen, weiß man ja nicht. Vielleicht hat er sich gedacht, ach so mal ein Essen ohne Essig wäre auch schön. Entschuldigung, ja. Lass es raus. Nein, das geht sonst auf die Stimme.
Ja, ich bin noch nicht gewohnt, so viel zu sprechen, deswegen halte ich mich zurück. Aber egal, also die News haben wir verbreitet und ich hoffe, wir hören bald mehr von Abbas. Kommen wir jetzt noch abschließend zu ein paar Nachrichten. Unter anderem, wir haben ja sehr, sehr wenig Amateurboxen bei uns in den News drin. Der Cologne Boxing Club steigt am 28. bis 31. Oktober in, na, wie der Name ja schon sagt, Köln. Da treffen dann so Weltklasse Amateurboxer aufeinander. Da haben die Kollegen von Boxen 1 drüber berichtet. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Veranstaltung. Wer aus dem Rheinland oder Umgebung kommt, gut, der soll sich das mal anschauen. Der soll mal vorbeikicken. Da kannst du gut was sehen. Ja, die nächsten Stars kann man da wahrscheinlich sehen. Und bei den Frauen machen halt, zum ersten Mal sind halt kubanische Frauen auch mit dabei. Was ist schon auch interessant, ob die auch so auf dem krass hohen Niveau von den Männern boxen. Ist spannend. Und ja, also wer da in der Nähe ist, kann da gerne mal vorbeischauen. Oder man soll mal reinlure. Dann noch eine Meldung, und zwar Leonhard wird gegen Jean-Jacques Olivier am 28. Oktober in Bielefeld boxen. Hart kennt man ja auch noch von früher, also dass er ja auch noch boxt, ist ja auch noch eine schöne Sache. Er ist Boxer, oh, in der Seidenstickerhalle sogar. Das ist ja auch nicht gerade klein. Auf jeden Fall eine nette Ansetzung. Wer boxt dann noch? Big Eddie, Buha Tahiri, Imin Atra, Daniel Weinbender, muss ich jetzt zugeben, die sagen mir alle nichts. Aber Imin Atra? Ne, ein paar bestimmt aus der Region. Sagt mir jetzt tatsächlich wirklich nichts. Aber ich kann auch nicht alles kennen. Wer mir aber was sagt, ist Tyron Zeuge, Tom Schwarz und Enrico Kölling. Die boxen am 25. November in Berlin in der Verti Music Hall. Da ist eine Veranstaltung von Fides Sport zu sehen auf RTK. So wie es aussieht, wahrscheinlich nicht auf The Zone. Und da kämpfen dann in den Hauptkämpfen Tom Schwarz und Tyron Zeuge. Die Gegner sind aktuell noch nicht bekannt, aber interessant auf jeden Fall auch zu sehen, dass Enrico Kölling wieder boxt. Ich dachte, der hätte eigentlich seine Karriere beendet. Nö, der bereitet sich, glaube ich, mit seinem Vater einfach selbst so ein bisschen vor, aber der ist halt bei keinem großen Promoter, aber ab und zu macht er, glaube ich, noch so Kämpfe, aber natürlich anders als früher, aber bis jetzt, ich meine, auch Nick Hanik steht drauf, Adam Krasnitschi auf der Card, also so ein paar, Arek Marutyan, gar nicht so schlecht eigentlich. Also ja, kannst du nicht meckern. Boxer, die man auf jeden Fall kennt. Und es wird bestimmt ganz nettes Event. Ganz passabel. Wirst du hingehen? Ja, wenn ich fit bin und ja, habe ich vor, ja. Cool. Machst du dann wieder ein Interview mit Tom Schwarz und kannst dir dafür dann was anhören? Mal gucken, diesmal boxt er ja. Ich glaube, da hat er nicht so viel Zeit, Interviews zu geben. Weiß ich nicht, höchstens noch im Kampf, aber da ist man ja immer ein bisschen. Diesmal ist er dann nicht als Zuschauer da. Deswegen, ja. Mal schauen, ja, aber so, ja, vielleicht Teil und Zeug. Ja, da kann man bestimmt auch ein paar Interviews führen, denke ich mal. Vielleicht. Gut, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch für euren Support. Wir danken ganz besonders unseren Kanalmitgliedern bei YouTube, dass ihr uns auch unterstützt, aber auch allen anderen, die die Abo-Glocke gedrückt haben, die den Like-Button gedrückt haben, uns einen Kommentar geschrieben haben, uns Nachrichten bei Instagram und Facebook schreiben. Vielen lieben Dank dafür. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann über den Abschiedskampf von Firat Aslan gesprochen haben, vielleicht gibt er ja schon im Ring sein Comeback wieder. Wetten nehmen wir gerne entgegen. Nee, auf jeden Fall alles Gute auch an Firat Aslan für seinen Abschiedskampf. Wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und das Wichtigste, bleibt gesund. Ciao. Genau. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de